Nee, das kann ich der wahrscheinlich tagsüber dann erst sagen. Okay, wo ist denn der andere? Der hat doch das Zimmer neben mir gehabt. Groß, genau, da ist er doch. Da, ich hab was für dich. Huff, huff, das ist etwa ein Ausdauertrank, Link. Würdest du ihn mir eventuell geben? Ja, natürlich, für dich habe ich ihn doch geholt. Wirklich? Danke, du hast etwas gut bei mir. Gib mir so eine Juwelen, das reicht mir schon. Die Müdigkeit verschwindet. Aber schaffe ich es so, jemals stark zu werden? Klar. Also, wenn du so fest daran glaubst, dann könnte ich es ja vielleicht schaffen. Danke, Link. Ich werde alles geben, um stärker zu werden. Ich trainiere weiter, komm bald wieder und sieh dir an, was ich erreicht habe. Alter. Komm bald wieder. Ey, ich will so ein Zeugs haben. Ach Gott. Na gut. Dann kauf du mir nochmal Käfer ab. Hallo. Ja, ich will Käfer verkaufen. Eldinskaraba, Dekobine, Sand. Bla bla bla. Ja, ich will verkaufen. Wie viele habe ich denn von Insekt 1? Könntest du keiner Fliege was zu leide tun, aber versuchst mich übers Ohr zu hauen. Gut, da habe ich keine. Ja. Zwei. Die Rubine, ich gebe dir ein Rubin pro Exemplar. Vergiss es. Was gibt Insekt Nummer 3, wenn ich die überhaupt habe? Sandzikade. Ich glaube, die habe ich nicht. Ja, sage ich doch. Ne, also ein, zwei Rubine. Du spinnst wohl. Nee, danke. Tja, du hast sie wohl nicht mehr alle. Okay, hier kann ich dann nicht mehr viel machen. Dann bringen wir ihm mal die Rassel zurück. Halt, warte, dafür muss ich doch hoch, oder? Oder bin ich oben? Nee. Nee, ich muss hoch. Bringen wir ihm die Rassel. Bringen wir ihm die Rassel. Die Rassel, Rassel, Rassel. Nee, da geht's nicht. Ach, ich hechel hier nicht so rum. Halt. Ja, da kann ich immer noch nicht rein. Werden wir schon irgendeinen Weg finden. Blöde Idee, geht's übers Dach? Nee, da komme ich nicht hoch. Alles klar. Nein, 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 da willst du doch gar nicht hin. Du willst zu dem Rasseltypen. Rassel. Oh, falsche Richtung. Du willst zu dem Rassel. Typen, 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 Typen. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch so ein Dingens. Was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Verpiesel dich. Nein, geh weg. Also irgendwie, ich komme da aber auch partout nicht rein. Ne, eine Runde rumgerannt und da soll zwar was drin sein, aber keine Chance. Wie soll ich denn da reinkommen? Scherzkeks. Na ja, gut. Dann kann ich da jetzt gerade nichts machen. Geh weg. Geht doch. Lauf, Link. Lauf. Warte mal. Nee, das war Cookie. Jetzt muss ich sie doch töten, verdammt. Wie auf der Brücke kam da auch noch so ein Viech. Hä? Die fliegen?
ist das Viech. Das Haus. Nicht das Viech. Was ist das hier gewesen? Das könnte eventuell ja so sein, ja. Ja, da ist er. Da, 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 das ist ja die Rassel, du hast sie gefunden. Gut, gut, und jetzt ins Bettchen. Sieh dir das an, das Baby scheint sich beruhigt zu haben und schläft sicher bald ein. Endlich, endlich kann ich wieder schlafen. Vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen. Ja, bitte mindestens zwei. Oh, juhu. Also können wir jetzt nochmal zu dem Typi da runter. Jawohl. Herrlich. Okay, wo ging es jetzt nochmal Richtung Friedhof? Das muss hier irgendwo um die Ecke gewesen sein. Hier hinten hoch, wa? Ach, verdammt, nicht hingeguckt. Achso, warte, bevor wir da hingehen, will ich nochmal zu dem Händler, der war über die Brücke rüber, unter dem Dings drunter wahrscheinlich, oder? Verpiss dich. Hier irgendwo. Oder? Scheiße, Mann, ich weiß es nicht mehr. Ach, nun stirbt man! Wo war denn der doofe Händler nochmal? War der da hinten drunter? Ne, hier ist Wasser. War da eine Tür? Nee. Scheiße, wo war denn der? Cookie? Dirks. Das ist jetzt doof. Verpiesel dich. Ist das das da gewesen? Hä, was ist denn da? Ach nee, das war... War das der andere da? Ach so. Oh, Link, du siehst richtig müde aus, aber ich verstehe das nur zu gut. Mir geht's auch nicht so. Du bist uns jederzeit willkommen, falls du etwas ausruhen möchtest. Ja, eigentlich will ich aufstehen, aber... Grüß dich, Link. Wie geht's dir? Tut mir leid, Link, dass mein Haus heute wieder so schmutzig ist. Kuckuck sagt mir immer, dass ich putzen soll, aber das mache ich doch so ungerne. Willst du mir helfen? Ich werde mich natürlich erkenntlich zeigen. Ja, klar. Das freut mich. Du bist wirklich ein Prachtkerl, Link. Der Besen? Was weiß ich, wo der ist? Du kannst ja den Staub einfach wegblasen mit dem Wind oder so. Wie du es machst, ist mir egal, solange nur Staub davon fliegt. Also mach dich an die Arbeit, mein Junge. Ja, natürlich. Oh. Link, putz. Ich glaube, die Sachen sollen aber eigentlich nicht kaputt gehen, oder? Oh ja, gut, von mir aus. Krass. Das ist hier alles kaputt mit dem Ding, aber egal, ne? Spielt ja keine Rolle, Hauptsache es ist sauber. Scheiße, Mann. Hart. Sind ja nur Töpfe und so weiter, ne? Die Fenster wieder frei. Alter, die muss ja monatelang nicht geputzt haben. Ich meine, ich bin auch putzfaul, aber so sieht ja nicht mal meine Wohnung aus. Ja, okay, die eine oder andere Staubfluse liegt rum, aber... Alter. Hoho. Scheiße. Wieder kaputt gegangen. Ich glaube, das ist ihr wirklich so ziemlich Schnuppe. Hauptsache, der Staub hier ist weg. Krass. Sieh an, du hast den ganzen Staub beseitigt. Klingt klasse. Jetzt fühle ich mich endlich wieder wohl in diesem Haus. Komm her, ich gebe dir eine Belohnung. Was denn? Vielen Dank. Jetzt fühle ich mich wieder wohl hier. Ja?
Ja, ich hab wieder welche. 10 Stück, wuhu. Also insgesamt jetzt mit dem, was wir da bekommen haben. Das heißt noch 2 und ich hab, 40. Ja, 20 Rubine. Das Geld, was wir ausgegeben haben, haben wir bald wieder drinne. Wenn du Lust hast, kannst du mir gerne wieder einmal helfen. Du weißt ja, ich zahle gut. Aber Kuku darf das niemals erfahren, verstehst du? Wenn er herausfindet, dass ich dich fürs Putzen bezahle. Ich mag gar nicht daran denken, also kein Wort, ja? Ich werde nichts sagen. Ich halte die Klappe. Link, willst du einfach schon nach Hause gehen? Falls du unterwegs Kuku begegnest, rede mal mit ihm, ja? Wenn ich ihn sehe? Kuku, ist das nicht der Typ, der oben da... Ja, später. So, geh weg. Ich will zum Friedhof. Da ist ja noch so ein Viech. Verpiesel dich. Und ich bin jetzt gerade zum Basar gerannt. Scheiße, Mann, wo ist der Friedhof? Ach, Quatsch, ich brauchte doch da gar nicht lang. Ich muss doch da drüben bleiben. Ach, Mensch, 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 Mensch. Hau ab! So, Friedhof. Friedhof! Wo ist dieser blöde Friedhof? Ich weiß es nicht mehr. Oh, dass ich da aber auch immer reinrenne. Hier ist nur der doofe Wahrsager. Okay. Halt, da lang. Wo war denn dieser Drecksfriedhof? Ehrlich jetzt. Ich habe es schon wieder vergessen. Ach, da hinten. Ich wollte sagen, das Geräusch kenne ich noch irgendwoher. Hopp. Yay! Und wir laufen wieder zu unserem Dämon. Zu unserem dämonischen Freund. Ich hab 30! Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Yeah. Kannst du bis zu 1000 Rubine aufbewahren. Yeah. Das ist eine ganze Menge Juwelen der Güte, die du da gesammelt hast. Nur noch ein wenig mehr und ich kann endlich ein Mensch werden. Oh, eine Truhe. Cool. Was ist da drin? Herzteil? Achtung, du solltest diese Truhe dort besser nicht öffnen. Darin befindet sich etwas Gefährliches. Ich will aber... Ich sag doch, öffne sie besser nicht. Nun, darin befindet sich die wohl furchterregendste Medaille, die es gibt. Die Dämonenmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du auf deinen Reisen viel mehr Rubine finden als zuvor. Auch Schätze werden dann leichter zu finden sein. Doch im Gegenzug... Und weiter... Das Schreckliche daran kommt erst noch. Wenn du diese Medaille bei dir trägst, kannst du deine Tasche nicht mehr öffnen? Und das bedeutet, du kannst auch keine Herztränke mehr zu dir nehmen und dein Schild nicht mehr einsetzen. Verstehst du nun, was ich vorhin mit furchterregend meinte? Ich bitte dich, öffne diese Truhe nicht. Kann ich Medaillen storen? Ich lass sie erstmal drinne. Die Truhe rennt ja nicht weg. Kann ich Medaillen ablegen und in das Storage legen? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Vor allem, wo lege ich Medaillen an? Das da? Ist das Medaillenfeld eventuell? Ich weiß es nicht. Okay.
Alles klar. Aber gut, dass er uns wenigstens noch gewarnt hat.